Wir werden Tag und Nacht hier mit einem Autoschwall beschallt. Der ist unerträglich. Ich bin 1943 geboren und seitdem wohne ich eigentlich hier. Zur Situation heute kann man sagen, der Verkehr hat sich angeschwollen. Er ist immer stärker geworden. Wir haben ja mit der Aktionsgemeinschaft am 31. Januar haben wir unsere Vorschläge dem Rat vorgelegt und das waren alles Anregungen. Anregungen, die der Verwaltung dazu dienen sollten, hier eine Beruhigung einzuführen. Man könnte unter anderem zum Beispiel hingehen und könnte Parkbuchten machen. Das ist nicht kostenaufwendig. Da macht man einen Strich auf den Boden, vielleicht einen Blumenkasten davor, da steht ein Auto drin. Und dann haben wir die Straße schon geschwindigkeitstechnisch sehr stark entschärft. Es ist nicht so, dass wir diese gesamten Maßnahmen fordern. Nein, diese Maßnahmen sind ein Beispiel, dass wir der Verwaltung an die Hand geben, um zu sagen, Mensch, mit uns gemeinsam, denkt drüber nach, damit wir endlich schnelle und auch wirksame Maßnahmen haben, damit die Menschen hier zur Ruhe kommen können. Das bedeutet, die Lkw müssen aus dieser Poststraße rausgehalten werden. Alle Maßnahmen müssen natürlich im Rahmen der geltenden Gesetze umgesetzt werden. Ein Lkw-Fahrverbot, ein Durchfahrverbot ist nicht zulässig. Wir befinden uns hier auf der Poststraße in Höhe des Hauses Nummer 6 und 6a. Auf der anderen Seite ist ein evangelisches Altenzentrum mit Tagespflege. Ganz oft sind hier alte Leute in Rollstühlen, Rollatoren unterwegs, die den Zebrastreifen dort oben am Kreisel 200 Meter weiter nicht benutzen, weil er viel zu weit weg ist, sondern die gehen hier rüber, tappen langsam rüber, gehen diagonal teilweise, sind irritiert. Autos müssen anhalten, damit sie über die Straße kommen. Ich wohne hier drüben auf der anderen Straßenseite, gehe eigentlich täglich zu meiner Frau, die vorne im Altenheim lebt, und überquere dann immer da hinten an der Verkehrsinsel die Straße. Ich muss dazu sagen, ich habe immer Probleme. Ich muss an beiden Seiten, darf ich nichts mehr sehen, bevor ich die Straße betrete, denn gebremst wird selten. Also unabhängig von dem, was wir fordern hier bezüglich der LKWs und der Lärmbelastung, müsste hier zur Sicherheit praktisch der alten Leute, vor allem der alten Bewohner, die hier unheimlich zugenommen haben in den letzten zwei Jahren durch diese Bebauung und durch diese Bebauung, müsste hier jetzt der Zebrastreifen genau an diese Stelle. Wir werden natürlich eine Ausweitung der Tempo-30-Zone uns anschauen. Wir werden Querungshilfen, also zusätzliche Sicherungsmaßnahmen für Fußgänger uns anschauen. Ob das dann das Problem der Anwohner lösen wird, weil es geht ja eigentlich um den Lkw-Verkehrslärm, das steht auf einem anderen Blatt. Wir beauftragen ja zum einen einen Verkehrsentwicklungsplan. Das wird auch noch in der ersten Hälfte dieses Jahres passieren. Vorher werden wir aber schon ein Fachbüro beauftragen mit einer Verkehrszählung und auch mit einer Lärmprognose, mit einer lärmschalltechnischen Untersuchung. Das soll also auch zeitnah passieren. Jetzt zu sagen, wir machen in drei Jahren ein Verkehrsentwicklungskonzept, bei dem wir dann das alles vielleicht einfließen lassen können, was ihr wollt. Das kann und darf nicht sein hier. Da muss sofort was passieren. Und dann faulen wir. Nicht mehr und nicht weniger. Ich kann die Anwohner sehr, sehr gut verstehen. Und dass da eine gewisse Emotionalität bei den Anwohnern da ist, durch die eigene Betroffenheit, ist vollkommen in Ordnung. Aber es wird immer Situationen im Leben geben, wo ich etwas als beeinträchtigend empfinde, es aber nicht unbedingt rechtfertigt, dass ich Maßnahmen ergreife, die das Gesetz nicht hergibt. Das funktioniert dann eben nicht. Und daran, an diese Spielregeln müssen wir uns halten. In Xanten
ist eine Freundlichkeit, eine Hilfsbereitschaft, die unglaublich ist. Wenn ich in der Stadt bin, auf dem Markt bin, wo auch immer. Nur wenn hier Auto gefahren wird, dann wird es kritisch.